Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Eigentlich sollte schon alles unter Dach und Fach sein, doch die Realität sieht anders aus. Noch immer ringen die Beteiligten der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition um einen Konsens. Der wurde auch bis spät in die Nacht hinein nicht gefunden, sodass heute den ganzen Tag weiterverhandelt wird. Larissa Keller. Ja, und seit heute ist ja die Frage, ob sich die Beteiligten überhaupt noch einigen können, ohne dass irgendeine Seite ihr Gesicht verliert. Das gilt vor allem für die CSU und die Grünen. Wie der Weg aus der vertrackten Situation aussehen könnte, dazu Alba Ahlers. Dass Donald Trump nicht viel von Klima- und Naturschutz hält, hat er ja schon öfter unter Beweis gestellt. Und mit seiner jetzigen Entscheidung sorgt er erneut für große Empörung. Er hat nämlich erlaubt, dass Großwildjäger ab sofort wieder Trophäen der von ihnen erlegten Elefanten in die USA einführen dürfen. Steffen Schwarzkopf. Zum 10. Mal wurde heute das Jugendwort des Jahres gekürt. Zur Auswahl standen dabei Begriffe wie Netflixen, Tinderjährig oder geht fit. Die Jury entschied sich am Ende aber für IBIMS, was nichts anderes heißt als Ich bin's. Was aber noch weiter dahinter steckt, weiß Ole Kemper. Glitzer, Show und Glamour am Abend hier in Berlin. Zum 69. Mal wurden die Bambis verliehen, Deutschlands wichtigste Medienpreise. Und das war's von uns. Jetzt kommen hier die Simpsons. Viel Spaß dabei und bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen.